Mahlzeit und willkommen zurück auf der Farm. Ja, wo mir irgendwas am Machen war. Ich weiß jetzt nicht mehr so genau was. Was ist mal gucken, haben wir irgendwas gemietet gehabt oder so? Nö. Gut, okay. Ah, da haben wir schon Silage rumliegen. Manchmal willst du mal welche werden. Ja. Ah ja, stimmt. Wir haben geerntet. Abgeerntet, genau, gut. Können wir doch gerade mal direkt an der Truhe düngen. % dürfte für die 2 Meter wohl hinhauen. Ah, pass mal auf, ich habe was. Dann jetzt doch ein Mod drin. Große Pflüge. Ja, die sind groß. Aber kannst du pflügen? Wollt mal pflügen auf einmal auch Spaß. Gibt es denn irgendwas an Aufträgen? Düngen, düngen, Ballen pressen. Lohnt ja alles nicht. Habe übrigens soweit an meinem Computer und an der Einstellung nichts gemacht. Aber die 60 FPS, die klemmen jetzt hier fest. Ich sehe, ach, deine Bereich da nämlich. Ah doch, wie sieht man noch. Aber, ja, keine Ahnung. Ich wüsste auch nicht, im Gegensatz zu Steam, das ja immer massiv erklärt, dass es Updates macht, habe ich das Gefühl, beim Heroics Game Launcher ist das eben nicht so. Der macht das irgendwie so im Geheime hin und dran. Oder irgendwie so, kein Plan. Auf jeden Fall, ich sehe es ja auch schon da. Gut, das kann natürlich auch sein, dass es sich da irgendwelche Informationen von irgendwelchem Server holt, obwohl ich ja eigentlich offline spiele. Kann man sich heute aber annehmen, wenn Sie sicher sind. Weil die Werbeplakate ändern sich. Und zwar definitiv. Manchmal frage ich mich, ob es nicht besser wäre, der Helfer, dass der Marz lasse. Ich verschieße wahrscheinlich mehr, als ich aufs Feld aufbringe. Wir können da vielleicht mal gucken, was unser Anna Feld da macht, ob da, jo, ob man da auch irgendwann mal ernten dürfen. Ich erinnere mich nur dunkel daran, wo man dort gesät haben. Bringen wir das Ding mal in den Stall. Na, gucken wir mal. Und diese Pflüge, das sind auch keine Fantasieprodukte oder sowas, die gibt es in Wirklichkeit tatsächlich. War mehr so amerikanischer Markt und so mit den Riesenfeldern, aber es gibt sie. Oh, da war was, gell? Raps haben wir gehabt und Weizen. Da müssen wir noch ewig warten. Was sagen die Aufträge? Irgendwie alles nicht wirklich. Gehen wir mal ein bisschen Gas und warten mal ab. Der Tag ist ja noch jung. Könnte mir jetzt eigentlich so als erster so Pflug knapp, wenn wir unsere dazu noch verkaufen.
Könnte aber eigentlich jetzt die Zeit sein, wo das mit Flüge und so losgeht. Gruppe haben wir einfach nicht. Ding, ding, ding. Ballen pressen. Dünge wäre technisch gesehen eine Idee. Gerade der da. Das wird auch wieder heißen, neue Düngerkarre. Ich weiß, rein technisch gesehen, letzten Endes verdienst du mehr, als dass du Dünger kaufst, aber ja. Düngen, 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 Ballen pressen. Ein Feld. 750. Bei unserem Alter, ja, ist die ganze Ecke. Haben wir, glaube ich, sogar schon mal gedüngt. Jetzt ist egal, jetzt wird es eh dunkel. Warten wir darauf, dass es wieder hell wird. Der kleine Traktor. Ja, es wäre tatsächlich praktischer, wenn man einer hätte, wenn man ein Haus hätte, wo man schlafen könne. Aber warten wir ab, mit der Silage, das wird was. Weiß man ganz im Ernst, momentan haben wir mit unseren Feldern nicht wirklich Kohle gemacht. Null Uhr. Aber das ist jetzt nichts gewesen. Hat's geschmeckt, mein Schatz? Der Hund hat gerade Futter. Ernten, ja, genau. Das sieht nicht aus. Das ist ja klingt mit dem Ernte, aber immer dann hin und her. Und dann am besten noch Helfer. Und pass auf, den Ruhe macht's jetzt. Und nicht mit unserem Tuk-Tuk. Der braucht ja Jahre, bis er da ist. Vielleicht nächsten Monat können wir dorthin ernt gehen. Warte mal gerade, was passt denn das Geschoss da eigentlich drin? So viel. Was ist denn? Was ist denn? Du. 14.000. Sowas. Das wäre, und zum Düngerpacken sind glaube ich 2 drin. 2.000. Im Stück. Ja, für fast 14.000, dann müssen wir zwei so Aufträge machen. Überhaupt einfach mal zwei davon reichen. Zwei Sack zu kaufen. Ja, das Umschalter funktioniert wieder einmal frei. Keine Ahnung, was das war. Die müssen wir rein. So, wir hätten gerne Dünger. Da ist nur 1000 drin.
Egal. Juxa, zwei Reiche. So, mal gespannt, wie richtig Jockel. Oh, wir stehen sogar gut. Ah, Mann, bin ich toll. Ein wahrer Held. Danke, Schoppi. Ah, ich komme mal bald dran. Coole Sache, das. Wenn es nicht lang, wenn mich nicht alles täuscht, ist das gar nicht so weit weg von hier. Geh mal eben neue Karre. Müsste das Feld da hinten sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und das passt doch. So, zielen, zielen. Und Feuer. Und der Pilot an. Druckerer machen. Ernten, düngen. Fallen fressen. Das sieht so aus, als machen wir das richtig. Duft, duft, duft. Ich habe übrigens mal wieder keine Ahnung, was ich mit euch reden soll. Beziehungsweise, mir war am Sonntag war mal ein Alien Romulus. Also erstens muss ich sagen, der Film hat mich überrascht. Ich habe mir da doch was ganz anderes zu machen vorgestellt. Dann, für alle, die die Alien Isolation kennen, also das Spiel, da wurde definitiv von gemobst. Denn bei Alien Isolation, wenn du manche Sachen, wenn du Strom anmachst und sowas, gibt es da so einen Hebel, den musst du erst dreimal runter machen und dann kannst du Knopf drücken und erst dann wird das Ding aktiv. Habe ich so bei Alien oder auch bei Alien versus Predator oder auch bei Prometheus oder Covenant nie gesehen. Cool, aber wie gesagt, bei Alien Isolation. Und jetzt hier bei Alien Romulus gibt es dieses Ding. Und auch diese Notruftelefone, wo man bei Alien Isolation dran speichern kann. Die gibt es im Film auch. Die speichern zwar nicht dran, aber ja. Weiß jetzt nicht, ob ich die Story sonderlich originell finde. Stellenweise ist sie ein bisschen an der Haare herbeigezogen. Aber das macht sie nicht zwingend schlecht. Vor allem auch, es sind wieder die echten Aliens dabei. Mit Maul auf und Schnapp. Man sieht auch mal, und das ich jetzt hier groß spoilern will, wie die, Aliens, nachdem sie sich gehäutet haben, anscheinend verpuppelt die sich dann um zur Reife. Das habe ich so auch noch gesehen und das ist sehr gut gemacht, wie ich finde. Man sieht auch mal, wie ein Facehugger entfernt wird. Was lustig, ich weiß nicht. Auf jeden Fall ist es schon so Sache. Und ja, schlussendlich. Also er lehnt sich definitiv mehr an Alien 2 an, wie an Alien 1. Also er ist mehr actionlastig. Was aber nicht schlimm ist, weil im Gegensatz zu vielen anderen Filmen, wo der zweite Teil ja oftmals eher so ein hätte nicht Sinn müssen ist, war bei Alien ja so, dadurch, dass der zweite im Prinzip ja was ganz anderes war wie der erste, wurde der Film damit ja quasi neu erfunden. Was natürlich deutlich, also für eine Fortsetzung deutlich besser gemacht hat. Weil er nicht den ersten kopiert hat, sondern auf den ersten einfach quasi aufgebaut hat. Das, ja.
fand ich persönlich, also ich finde den zweiten, also die Rückkehr, tatsächlich besser als der erste. Das liegt aber nicht daran, dass der erste nicht gut war. Ich finde den unglaublich gut. Schon von, wo ich ihn das erste Mal gesehen habe an. Aber geht mir zu viel in Richtung Horror. Und ich bin mehr für Science Fiction Action. Das ist aber der einzige Grund, warum ich die zweite besser finde als der erste. Die, die hier mehr auf Horror stehen, die finden natürlich der erste besser. Vom Dreier reden wir jetzt gar nicht. Der Vierer, da machen wir einfach mal so, als hätte es den nie gegeben. Der hatte zwar sehr viele schöne Ansätze, aber ja, nichts draus gemacht. Na gut, habe ich Bahn vergessen, macht nichts. Plus eben auch die Tatsache, man klont eine Ripley aus Zellen, die sie da auf, Mensch, mir wird jetzt entfallen, wie der Planet hieß. Auf jeden Fall auf dieser Gießerei da zurückgelassen hat. Gut, so weit ist das ja in Ordnung. Zum Beispiel aus der abgeschnittene Horror könnte man sowas ja extrahieren. Nicht so gut, aber ja. Geblutet hat sie, glaube ich, auch hier und da ein bisschen. Und wie dem auch sei. Vielleicht hat der Anna ihr auch Blut abgezapft. Der Arzt, man weiß es ja nicht. Lange Rede, gar keinen Sinn. Aus solcher DNA ein Ripley-Klon. Okay. Wenn du und sämtliche Chromosome, sämtliche DNS-Stränge hinkriegst, warum nicht? Klonschaf Dolly könnte man auch klonen, wie es der Name schon sagt. Aber da diesen Alien mit Klone, der hätte ja dann bei der Einpflanzung ihr komplettes Genom geändert. Sie wurde aber am Film ja nicht zum Alien, oder? Also das fand ich schon extrem an der Horror herbeigezogen. Aber gibt ja ein paar Gerüchte oder Überlegungen, dass diese Alien-Serie da jetzt kommen soll, dass die ja quasi auf dem vierten aufbaut. Weil am Schluss sind sie ja auf der Erde. Und ja, dass eben nicht alle Aliens tot sind. Beim Absturz umgekommen sind. Aber doch, warte mal ab, da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Auf jeden Fall, der Romulus hat mich an einige Stelle überrascht, weil ich mir wirklich was anderes davon vorgestellt habe. Aber genau das fand ich eigentlich auch cool. Und auch eben so ein bisschen die Anlehnung an Alien Isolation. Das gibt dem irgendwie, wie soll ich sagen, so ein Machtspiel, rückt Spiel so Richtung Kanon. Und ja, es ist auch so ein bisschen so. Sie haben das Spiel gut gemacht. Das ist das, was ich bei Ark und Jurassic Park zum Beispiel so geil finde. In Ark, also Ark ist definitiv von Jurassic Park inspiriert. Da braucht mir keiner was anderes zu sagen, weil die Dilophosaurier, die gab es, soweit ist das richtig. Aber ob die so einen Kragen hatten oder dass die Säure gespuckt haben, das kam vom, entweder von Steven Spielberg oder von irgendeinem von seinen Leuten oder vom Michael Crichton, na, der Autor vom Buch, eben. All die weil, man hat weder solche komischen Kämme gefunden, noch irgendein Organ, das auf Säurespucken hindeuten würde. Kommt nur dramaturgisch besser. Und was machen die Dilophosaurier bei Ark? Fragen stellen, spucken. Also kann man ja durchaus davon ausgehen, dass Ark von Jurassic Park inspiriert ist, was ja nicht ganz unlogisch ist. Aber beim dritten Jurassic World fand ich es dann super lustig, dass einmal ein Quetzalcoatl dabei ist, also der Quetz.
Von dem habe ich nämlich vor Ark noch nie was gehört. Es gab ihn, ja, definitiv. Falscher Knopf. Das weiß ich, weil man kann ja nachlesen. Lügen. Was denn 300? Aber dann für unser Flug. Die Hollandkresse. Und 1000 ist jetzt auch nicht unbedingt das, wo ich sagen würde. Juhu. Was wird denn Auftrag? Aber einen brauchen wir auch noch Flüge. Der hat 22 Meter, der hat 26 Meter. Der nächste größte hat 6. Ich will den haben. Da brauchen wir noch knappe 30.000. Müssen wir mal bei der Bank die bitte, bitte sagen. Ja, dann sind wir aber an die Maximum. Der Teich und der. Also fahren wir jetzt das Ding daheim. Auf uns den Flug. Warten wir, hole uns den Auftrag direkt mal an Land. Nächsten Monat können wir ja anderen verkaufen, aber ich sage euch gleich, das wird nicht der Burner. Da wir kein Ziel oder sowas haben, wo wir das lagern können, bis wir es anständige Preis verticken können, ist das eben blöd. Oh, guck mal, hier ist aber die Fremdzahl runtergegangen. Ey, der Nahrung kommt nicht mit oder was? Man weiß es nicht. Gut, gibt Schlimmeres. Ist noch was, man kann selber machen. Wir blenden das Ding einfach aus und sehen, was dann. Das Spiel nicht irgendwo hagelt, kann es uns ja egal sein. So, wie gesagt, bei Ark merkt man, hat man das sehr schön gemerkt durch die Dilophosaurus. Und wie gesagt, beim dritten Jurassic World. Einmal der Quetzel. Größte Vogel, den es wohl jemals gab. Dann kam ein bisschen später, gut, Deinonychus kannte ich vorher schon. Ich kannte sogar Deinonychus schon, bevor ich den Velociraptor kannte. Ja. Und dann kam der Terricino, der mit den langen Fingern, ja. Beziehungsweise Fingernägel. Den kenne ich auch nur durch Ark. Wo ich danach gelesen habe, dass man erst dachte, seine Fingerkralle wäre Rippe. So groß sind die, aber nein, es sind dann doch. Und er ist ein Pflanzenfresser, der allerdings durchaus ganz gerne mal aggressiv wird. Ja gut, in der heutigen Zeit. Den sah ich da bei Jurassic World dann zum ersten Mal. Beim dritten. Und natürlich die Giga. Ganotosaurus. Auch den sah ich zum allerersten Mal bei Ark. Oh, der Pflug. Naja, Kupplung.
Was ist das da? Hat unser Umbrum dafür genug Power? Hier oder hier Anhängerkupplung, das hätte ich schon noch verstanden, aber was bringt die mir hier? Lassen wir uns mal kurz gucken, wie viel Power unser Traktor da eigentlich hat. Sehe da ein Problem auf uns zukommen. Hätte ich vielleicht vorher dahin gucken sollen. Ich bin so ein, ich dachte, das Ding da hat mehr Schmackes. Er hatte dann nur ein bisschen mehr wie der, wie unser anderer. Der das Ding durch den Acker gezockt hat. Oh weh, oh weh, oh weh. Habe gerade Sorge, dass ich doch gerade einen fetten Fehler gemacht. Hoffentlich reicht das. Weil unser Kreditrahmen ist ausgeschöpft. Wir können das Ding jetzt noch mal verkaufen, aber das ist ja logischerweise nur ein Verlust. Oh. War die Vorfreude vielleicht ein bisschen zu groß? Für all die sich wundern, warum ich jetzt noch nicht Schluss gemacht habe, damit, obwohl wir über 20 Minuten haben, denn das ist die Montag- und Dienstagsfolge. Das könnte jetzt noch witzig werden. Gut, okay, zumindest das sieht schon mal halbwegs gut aus. Wo müssen wir eigentlich hin? Was denn? Jo. In die Nähe von unseren Feldern. Rein technisch gesehen können wir aber auch über die Schnellstraße fahren. Er blinkt. Könnte mir theoretisch sehen, ah, allerdings braucht man dafür, glaube ich, Controller. Ich spiele nur mit Maus und Tastatur. Ich habe übrigens mal geguckt, Farming Simulator 25 wird 25, 50 Euro kosten. Wäre ich natürlich bereit zu investieren, wenn ich wüsste, dass ihr das dann auch gucken wollt. Wenn es euch aber egal ist, ob ich 25 und 22 spiele, dann spiele ich die 22er weiter. Jetzt bin ich mal gespannt, was du machst, Alter. Die Spur wechseln können, du Vollidiot. Falls jemand eine Mod kennt, wie Fahrzeuge Schaden nehmen, wenn sie gegen mich donnere, dann bitte her damit. Hätte ich voll Spaß dran. Was haben wir noch? Wir haben doch da noch irgendwo unser Spritbändchen stehen, gell? Hier, glaube ich, irgendwo. So. Ach, gerade was gemacht, Idiot. Wir können jetzt dorthin fahren, aber theoretisch gesehen nach hinten über die Schnellstraße fahren. Ich würde sagen, wir fahren hin durch die Schnellstraße. Über die Schnellstraße.
Oh, mal gibt's rein. Hey, gibt's rein. Mal, wer ist es denn? Mit hier ist wahrscheinlich was umräumen. Ach, nix. Einmal Streusel habe ich nicht gesehen. Wenn ich dann irgendwie abkürze. Wirklich. Die Deutschschilder meine ich. Die haben sich definitiv schon geändert, seit ich spiele. Was für mich dann eben andeutet. Dass irgendwo ja mal irgendwas runtergeladen werden muss. So Leute, jetzt wird's spannend. Wenn es funktioniert, habe ich das Ding in zwei Bahnen durch, so mehr oder minder. Wenn es nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Ich glaube aber, den kann man auch nur halb nutzen, also zugeklappt nutzen. Dann könnte unser PS vielleicht reichen. Wenn man natürlich viel lieber. So, jetzt drücken die Daumen. Boah, er kann's. Nicht gut, aber er kann es. Gut, können wir vielleicht genug Flüge, um unsere bessere Traktor zu kaufen. Das ist Pflüge. Nicht das mit dem anderen komischen Ding. Bin ich da schon im Überlegen, ob wir unsere zwei Felder nicht zusammenlegen. Immer tut ohnehin. Oh, komm! Schaff das! Perfekt! Ja, drei Bahnen dürften wir durch sind. Das ist noch immer hin, noch immer zurück. Und auf dem Weg zurück heißt es wahrscheinlich schon, dass wir fertig sind. Ich mag den. Technisch gesehen bräuchte man dann nicht immer Gruber. Allerdings, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es viel mehr Gruberaufträge wie Pflugaufträge. Es wäre spannend, wäre das da. Boah, nichts, was unser Monster nicht könnte. Baut doch auch Bärchen. Ganz ernst. So, nee, da werde ich, hier kommt jetzt gleich die Meldung, dass wir durch sind. Und wie beim Kuba eben das große, der große Vorteil, wir müssen nichts dafür kaufen. Frage ist nur, wenn der anfängt kaputt zu gehen, packt uns das Traktor das dann noch? Beziehungsweise, wenn unser Traktor anfängt kaputt zu gehen, packt er das dann noch? Also, ich war jetzt der Meinung, mir wäre jetzt schon durch. Naja, macht spannend.
Das finde ich mal wirklich spannend gemacht. So haben wir schon wieder 2000 mehr. Aber 2000. Hübsch ist leider nichts Rapsches dabei. Das Gute an der Sache ist, dass wir hier wohl auch auf einer amerikanischen Karte spielen. Da ist ja Platz für die Dinger. Wenn der nachfolgende Verkehr das bestimmt nicht toll findet. Das Gute an der Sache ist, der kann dann hupen und drängeln, wie er will. Er kann ja auch mal rinfahren. Also ich glaube nicht, dass das meinem. Ja, guck mal, das Baseballfeld. Und schön gemacht hier. Was wollte ich sagen? Ja, also wenn man jetzt von hier von hinten einer rinfährt, ich gehe mal davon aus, dass dem das dann nicht so gut gefällt werden. Ich da wahrscheinlich einfach nur ja, die Trümmer aus dem Flug kratzen müsste. Und Schild. Nokia 3210 gebaut, hä? Güte. Ist da jetzt Nebel im Spiel? Hat sich irgendwie meine Sichtweite verringert? Irgendwas finde ich gerade merkwürdig. Oder liegt das an der Karte? Alter, ich muss in die andere Richtung abbiegen. X kommt. So, machen wir mal die Briefkasten. Keine Nachricht ist gute Nachricht. Ne? Obwohl das ja nicht immer unser Briefkasten ist. Da legt man jetzt so riesiges Ding hin. Dafür hier hin. So, bleiben wir hier mal stehen. Geerntet wird nächsten Monat, wenn ich es richtig im Kopf habe. Gerste, was haben wir? Raps und Weizen. Raps ist das. Also, gut, ja. Und Weizen, das alles da. Beides nächsten Monat. Würde ich mal sagen, sind wir mal total dreist. Und fahren mit dem schon mal zum Feld. Oh, guck mal, er fährt noch. Ach, schon lang her. Wenn mich nicht alles täuscht. Bitte für Schild. Kannst nicht lesen, Schild. Gucke, wo man das Zeug auch gut verkaufen kann. Ich gucke, was eigentlich für Raps und Weizen Zeit ist. Was da die beste Preise bringt. Kann man mal schnell machen. Weizen. Wo haben wir dann noch Weizenlager? Jetzt haben wir Ups. Boah, mir Weizenlager. Hab ich was denn mitgekriegt?
Ist schon wieder so lange her. Grundstücke, haben wir irgendwo Silo? Ich irgendwo Silo gebaut? Ich weiß es nämlich. Wenn das muss ich ja dann irgendwo auf unserem Land gebaut haben. Ich sag noch im Hänger drin. Muss man gleich mal checken, wenn ich am Ziel bin. Hatte mir auf irgendeinem Feld Weizen als Maskal fallen. Muss ja dann, oder? Oder war das irgendwo vom Ernte her? War das vielleicht beim ersten Mal, wo man geerntet haben? Wo ich das beim Falschen abgegeben habe, wissen wir noch? Und mehr checke, das ist ja direkt über unsere Felder. Hochinteressant gerade, hochinteressant. Wenn wir noch irgendwo weit sind, wissen wir es gar nicht. Das wäre 15 Tonnen oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe. 16 Tonnen sogar. Was bringt Weizen? Maximal 410. Das wäre. Rum, 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 rum. Ui, ui, ui. Haben Sie mal lauter metrischer trifft. Ach, das dann nur ein bisschen was, also um die $5.000. Das wäre ja richtig kacke. So, du bist ja im Wachstum, sehr gut, 95% Ertragsbonus. Muss gewalzt werden. Ja, das ist nicht mal Walzen, was wir haben ja Walz. Jump jetzt mal schnell dann auf, wa? Guck mal. Was? Könnte ich auch noch nicht sehen.
Nö. Gehört mir. Schön, dass er mir gehört. Ich will da hingucken. Da kann man eben hoch, also, glaube ich. Oh, ja. Ne, der ist leer. Sieht man da nicht, wo, Ecke. Oh, wo haben wir Zeichen gefunden? Scheiße, Mann, wo sieht man, wo das ist? 10 ist das Maximum. Lügen. Gut, ich akzeptiere den. Dann lasse ich euch für heute allein. Ja, nicht nur ein bisschen überzogen. Ihr wisst, Daumen hoch wäre geil, weil dann weiß ich, ich mache irgendwas richtig. Kommentare wären super geil. Wenn ihr mir zum Beispiel weiß, wo ich rausfinde, wo ich das Zeug da habe, finde ich das da geil. Auch gerne unter discord.projektinessenzfrei.de. Und ansonsten, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal und aktiviert die Glocke. Gut. Habe ich das auch erledigt und wir sagen dann bis morgen.